Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect. Das letzte Mal haben wir uns angefangen, ja hier etwas umzusehen. Hier ist ein weiterer Zellenpluck. Sogar nichts, was uns direkt angreift. Sie sind kein Geht und Sie tragen auch keinen Laborkittel. Dann bin ich wohl froh, Sie zu sehen. Lieutenant Gunter Imnes vom 3. Infiltrationsregiment, während der Aufklärung gefangen genommen. Ich vermute, die Flotte wurde herbeordert, um die Basis zu zerstören. Der Funkspruch war undeutlich. Die Flotte wird nicht kommen. Verstehe. Dann müssen Sie das Infiltrationsteam sein. Ich kenne den Captain. Er wird wollen, dass die Einrichtung zerstört wird. Mein Team wurde verändert, indoktriniert. Er wusste von der Brutstätte. Aber die Indoktrination ist eine größere Bedrohung und weitaus furchterregender. Ich musste mit ansehen, wie gute Leute in hirnlose Hülsen verwandelt wurden. Es war nichts mehr von ihnen übrig. Andere starben während der Experimente. Und ich beneide sie darum. Weißt du, was erforscht wurde? Wissen Sie etwas über die Experimente, die hier durchgeführt wurden? Sie studierten die Indoktrination. Symptome, Fortschritte. Saren benutzte sie zur Manipulation seiner Leute, aber ich glaube nicht, dass er sie gänzlich verstanden hat. Viel mehr weiß ich auch nicht. Ich habe nur gesehen, was sie bei den anderen angerichtet haben. Machten leere Hülsen aus ihnen. Ich will so nicht enden. Lassen Sie mich bitte raus! Im Gegensatz zu dem anderen, denke ich mal, dass wir ihm vertrauen können. Ich öffne Ihnen die Zelle, aber danach sind Sie auf sich allein gestellt. Sehen Sie nicht zurück. Vielleicht können Sie der Detonation entkommen, hm? Eine bessere Chance als die, die ich hatte, bevor Sie auftauchten. Danke, Mensch. Und viel Glück. Sie werden es brauchen. So. Die sehen gefügig aus. Ihr Verstand existiert nicht mehr. Was hat Saren dazu gebracht? Es ist beispiellos grausam. Aber wir lassen sie besser da drin, sonst kommen sie uns noch in den Weg. Lassen Sie sie, wo sie sind. Also dann, los. Es ist am sichersten. Aber ich würde es vorziehen, sie von diesem Elend zu erlösen. Sie ruft. Und ich muss ihr folgen. Ich weiß nicht, ob ich sie töten will. Sagen wir das mal so. So. Dann können wir hier aus dem Zellenblock aber raus. Schau ich mal. Da hinten geht's in Richtung Wartung und Lagerhaus. Ist ja auch was, das wir uns mal ansehen können. Speichere ich nochmal zwischen. Asari Intel Report. Explosion begrüßt wirst. Das ist ein sehr unguter Moment. Ja, normale Indoktrinierte sind hier keinerlei Problem, da die Kerle mit ihren Raketenwerfern eher. So. Dafür, dass das ein Lagerhaus ist, haben die erstaunlich wenig Waffen für mich hier gelagert. Die geht nicht. Die geht auch nicht. Und die geht erst recht nicht. Die hätten wir vielleicht von außen, wenn wir über die andere Tür reingekommen wären, hacken können. Aber dann war der Weg, den ich gewählt habe, durch die Kanalisation wahrscheinlich mal der sicherere. Weil direkt hier bei den Raketenwerfern reinzukommen, wäre wahrscheinlich ein bisschen tödlich. So, dann können wir aber doch wieder einen Aufzug nach oben nehmen. Ja, da waren wir. Da muss ich jetzt sehen, wie wir an den einen anderen Ort hinkommen, an den ich mich erinnere. User Kit. So.
Hier kommen wir zu Restzellen und hier zu Laboren. Von den Laboren kommen wir ja, glaube ich. Ah, Arrestzelle ist auch einfach unten drunter das. An sich müssen wir jetzt, denke ich, hier lang. Nur speichert können wir hier nicht speichern. Das ist halt schon mal nicht gut. So. Gibt's hier auf der Seite irgendwas? Nee, nur Dreck. Aber ich weiß in etwa, wie wir gehen müssen und wegen den Jungs hier konnte ich nicht speichern. Ja, da könnten wir runter, aber wir wollen hier hin. Nicht schießen! Ich will einfach nur hier raus, bevor es zu spät ist! Sie leben noch, also Ruhe. Ich werde Ihnen nicht wehtun. Wer sind Sie? Rana Thanoptes, Neurospezialistin. Aber dieser Job ist es nicht wert, dass man für ihn stirbt oder Schlimmeres. Glauben Sie, die Indoktrination beschränkt sich nur auf Gefangene? Früher oder später wird Saren auch versuchen, mein Hirn zu zerschneiden. Du sprichst wovon? Ich dachte, das wäre eine Brutstätte. Nicht diese Ebene. Wir studierten den Effekt der Sovereign auf organische Gehirne. Jedenfalls hatte ich das gedacht. Saren hielt das alles so gut, es ging vor uns geheim. Sie haben ihm geholfen und wussten nicht mal warum? Ich hatte keine große Wahl. Diese Position ist ein wenig fester, als ich erwartet hatte. Aber ich kann Ihnen helfen. Dieser Lift hinter mir führt zu Sarens Privatlabor. Ich kann Sie reinbringen. Sehen Sie? Voller Zugang. Sämtliche Privatdateien von Saren. Sind wir jetzt quitt? Kann ich gehen? Du kannst gehen. Aber weh, wir sehen dich wieder. Ich werde diesen Ort zur Hölle und zurücksprengen. Wenn Sie lebendig hier rauskommen wollen, sollten Sie lieber die Beine in die Hand nehmen. Was? Sie können nicht? Ich werde nie... Oh. Oh. Ich glaube, Sie haben das genossen, Commander Shepard. Ein wenig. Man gönnt sich ja sonst nichts. So, Armageddon. Munitionsupgrades, die mir nichts bringen, wie immer. So. Schauen wir mal. Müssen wir hier zum Kommunikationsraum auf jeden Fall runter? Oder rauf. Das ist auch eine Möglichkeit. Commander, sehen Sie doch! Noch ein Sender. Wie der auf Eden Prime. Dann mal sehen, was der Sender uns so zeigen kann. Weitere Vision, beziehungsweise dieselbe, nur ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, als ob bald was Schlimmes passieren wird. Sie sind's nicht, Saren. Was ist das? So eine Art VI-Schnittstelle? Rudimentäre Kreaturen aus Fleisch und Blut. Sie stimulieren meinen Verstand, wie sie im Dunkeln stochern und unfähig sind zu verstehen. Ich bezweifle, dass es eine VI ist. Es gibt eine Existenzdimension, die so weit von ihrer eigenen entfernt ist, dass sie sich nicht vorstellen können. Ich bin jenseits ihrer Vorstellungskraft. Ich bin Sovereign. Ich rieche irgendwie eine KI.
Sovereign ist nicht nur ein Reaper-Schiff, das Saren gefunden hat. Es ist ein Reaper. Reaper. Eine Bezeichnung, die die Proteaner erfanden, um der Zerstörung einen Namen zu geben. Aber letztendlich ist es irrelevant, wie sie uns nennen. Wir sind einfach. Die Proteaner verschwanden vor über 50.000 Jahren. Sie können nicht dabei gewesen sein. Das ist unmöglich. Organisches Leben ist nichts weiter als eine genetische Mutation. Ein Unfall. Ihr Leben wird in Jahren und Dekaden gemessen. Sie verwelken und sterben. Wir sind ewig. Die Spitze der Evolution und Existenz. Verglichen mit uns sind sie nichts. Ihre Ausrottung ist unausweichlich. Wir sind das Ende von allem. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt zulassen kann. Es gibt eine komplette Galaxis voller vereinter Rassen, die nur darauf warten, sich mit ihnen zu messen. Zuversicht geboren aus Unwissenheit. Der Zyklus kann nicht durchbrochen werden. Zyklus? Was für ein Zyklus? Das Muster hat sich bereits öfter wiederholt, als Sie es begreifen können. Organische Zivilisationen erheben sich, entwickeln sich, schreiten voran. Und am Gipfel ihres Ruhms werden sie ausgelöscht. Die Proteaner waren nicht die Ersten. Sie waren es nicht, die die Zitadelle erschufen. Sie waren es nicht, die die Massenportale schmiedeten. Sie fanden sie einfach. Die Hinterlassenschaft meiner Art. Ihr habt also die Massenportale und die Zitadelle erbaut. Warum sollten sie die Massenportale bauen, nur um sie von jemand anderes finden zu lassen? Ihre Zivilisation basiert auf der Technik der Massenportale. Unsere Technik. Indem sie sie nutzen, entwickelt sich ihre Gesellschaft auf dem Weg, den wir für sie vorgesehen haben. Wir zwingen dem Chaos der organischen Evolution eine Ordnung auf. Sie existieren, weil wir es ihnen erlauben. Und sie werden enden, weil wir es fordern. Sie ernten uns ab. Sie lassen uns so weit entwickeln, wie sie es wollen, und dann löschen sie uns aus. Oh, die Frage ist, was ist der Zweck dahinter? Was wollen sie von uns? Sklaven? Rohstoffe? Meine Art übersteigt ihren Verstand. Jeder Einzelne ist eine Nation. Unabhängig. Bar jeder Schwächen. Sie können nicht mal die Art unserer Existenz verstehen. Aber da ihr ja auf jeden Fall künstliche Lebewesen seid, muss euch irgendwer erschaffen haben. Und woher kommen sie? Wer hat sie erbaut? Wir haben keinen Anfang. Wir haben kein Ende. Wir sind unendlich. In Millionen von Jahren, wenn ihre Zivilisation längst erloschen und vergessen ist, werden wir noch bestehen. Und du bist wohl nicht alleine. Wo sind die restlichen Reaper? Sind sie der letzte ihrer Art? Wir sind Legion. Die Zeit unserer Rückkehr ist gekommen. Unsere Anzahl wird den Himmel jeder ihrer Welten verdunkeln. Sie können ihrem Untergang nicht entkommen. Commander Shepard ist ja hier, um sich dir in den Weg zu stellen, oder eher euch. Sie sind nicht mal lebendig. Nicht wirklich. Sie sind nur eine Maschine und Maschinen können zerstört werden. Ihre Worte sind so leer wie ihre Zukunft. Ich bin die Vorhut ihrer Zerstörung. Dieser Austausch ist jetzt beendet. Commander, wir bekommen Ärger. Sag nur.
Schießen Sie los, Joker. Dieses Schiff, die Sovereign, sie bewegt sich. Keine Ahnung, was sie da unten gemacht haben, aber das Ding hat gerade eine Wende gemacht, die jedes unserer Schiffe in zwei gerissen hätte. Sie kommt in ihre Richtung, und zwar schnell. Sie müssen fertig werden, schnell. Die Konsole funktioniert nicht mehr. Ideen, Commander Shepard? Wir töten alles, was uns in den Weg kommt. Bester Plan. Brechen wir auf zur Brutstätte. Joker kann uns einsammeln, sobald wir die Bombe gesetzt haben. So, damit sind wir dann hier aber auch fertig. Und ich beende den Part an der Stelle und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Mass Effect.